Hier ist wieder Kathi Kreativ. Und dieses Jahr sticken wir als erstes in the Hoop-Häschen, die ihr vielleicht noch kennt aus früheren Zeiten. Aber dafür muss man erstmal den Rahmen einspannen mit Vlies und den Trommeltest machen. Funktioniert alles supi. Dann einmal vorzeichnen lassen und Filz auflegen. Dann nochmal fixieren. Also nochmal heißt, dieselbe Strecke wird nochmal gestrickt und der Filz wird fixiert. Und dann wird auch schon der Schlitz gestickt für die Geschenke. Der Räuber hat gerade die Nachbarn gehört oder die Nachbarin und den süßen Hund und hat leicht gequietscht, aber er hat sich wieder beruhigt. Nur Stinky. So, und dann wird auch schon das Gesichtchen gestickt. Vielleicht kommt das Gesichtchen auch jemandem bekannt vor, denn das ist Pikalina. Ein Pika-Gesicht, das auch vorletztes Jahr online ging. Räubi, wir gehen später zu Misha. Muss noch ein bisschen warten. Ja. Also Gesichtchen Lina auf einem sehr bekannten Hasendesign. Diesmal sind die Ohren ein bisschen weiter auseinander, damit man mit der Schere besser dazwischen kommt. So, den anderen habe ich ohne Gesichtchen sticken lassen. Da kommt nur der Schlitz. Und rüber zum nächsten Häschen. Ja, und jetzt müsste auch schon gleich eine Einblendung folgen, denn es gibt ein kleines Sneak Peek für nächste Woche. Dauert wohl noch ein bisschen. Ja, dann kann ich ja schon mal berichten, dass diese Stickdatei wirklich schnell gestickt ist. Also wir schauen hier eigentlich so gut wie in Echtzeit zu. Und ich kann sagen, doch, das geht alles sehr flink. So, dann legen wir das Ganze auf eine Schneidematte. Bitte nicht in der Stickmaschine schneiden. Mit dem Rollschneider dann gerne schon jetzt den Schlitz öffnen und den Rückseitenstoff oder Filz oder Kunstleder auf der Rückseite auflegen. Gerne auch mit Kreppband oder Washi-Tape oder ähnlichem fixieren, damit nichts verrutscht, aber ich finde, es hat sich bewährt, also Filz oder Kunstleder kann man eigentlich gut auf der Rückseite festhalten und dann in die Maschine wieder rein den Rahmen schauen, dass nichts verrutscht ist und dann einfach feststicken. Sobald die ersten 2-3 Stiche gestickt sind, hält der Rest eigentlich da, wo er soll und kann dann super fixiert werden, da verrutscht auch nichts. Ich habe leider bei der Oberseite nicht richtig aufgepasst, deswegen musste ich da ein Stück anpuzzeln. Sieht man später auch am Füßchen, aber ich glaube, das fällt hier im Hausflur keinem auf, wenn da ein Häschen steht, wo der Fuß ein bisschen, naja, verarztet ist er nicht, aber ein bisschen krank ist. Ja, und dann kann man das Ganze schon aus dem Rahmen nehmen und das Stickvlies versuchen zwischendurch rauszuziehen und dann mit einer scharfen Schere am besten ausschneiden. Ich habe zweimal beide Seiten, da sieht man den Fuß, beide Seiten 3 oder 4 mm dicken Filz benutzt, also 8 mm, da wollte die neue Schere auch nicht durch. Aber wie ihr seht, ich habe es geschafft. Ja, ich habe einen mit Gesichtchen und einen ohne gestickt. Man kann mit grauem Garn sticken, aber ich habe mich am Ende doch entschieden fürs Schwarze. Beim Schlitz vielleicht doch das graue Garn nehmen, das nicht so auffällt. Oder halt die Farbe, die du verwendest. Ja, und ich nehme auch immer die Papier-PDF-Vorlage, um den Filz in die richtige Größe direkt zu schneiden. Und dann kann der Hasi auch auf einen Stecki gesteckt werden, denn es sind ja 2 im Set. Einmal die Stecki-Variante mit unten einem kleinen Schlitz
und die normale Variante zum Aufkleben auf Holz oder man kann oben eine Kordel reinmachen zum Hinhängen, wie du möchtest. Ja, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Sticken und ich sehe, die Vorschau für nächste Woche kam doch nicht. Dann musst du wohl mal bei Instagram vorbeischauen, denn da habe ich es schon gepostet, was nächste Woche auf euch wartet. Denn da kommt der große Brudi vom In the Hoop Baby Hase. Schau einfach mal rein, falls es dich interessiert. Ansonsten bis nächste Woche und schöne Ostervorbereitung. Viel Spaß beim Sticken.